Hallo, öffne die Türen und bereite alles für die Abfahrt vor. Planabfahrt ist um 14 Uhr. Es werden keine Probleme erwartet. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Train Simulator. Und wir sind heute mit dem wunderschönen Railjet unterwegs. Und ja, ich freue mich sehr. Meine Lieblingszuggarnitur mit einer der geilsten Lokomotiven der ÖBB 1116, der Taurus, ein wirklich klasse Teil, habe ich mir zugelegt, schon vor längerer Zeit, und jetzt sind wir das erste Mal damit unterwegs. Ist ein Standardszenario, was mitgeliefert ist, wenn man sich den Zug quasi kauft. Wir können mal reingehen und alles vorbereiten. So, wir müssen aber in die Richtung, ne? Müssen wir in die Richtung? Nein, wir müssen in die Richtung. Genau, einmal in die Lokomotive. Wir fahren heute von Rosenheim nach München, einmal zum Ostbahnhof und dann weiter zum Hauptbahnhof. Und dafür müssen wir natürlich den Zug erstmal aufrüsten. Das machen wir, indem wir die Batterie einschalten. Mit Shift B. Und dann machen wir den Führerstand aktiv. Eben natürlich noch den Stromabnehmer. Erstmal müssen wir natürlich warten, bis die Lokomotive hochgefahren ist. Ist wirklich sehr detailliert, das Ganze. Wunderbar. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir müssen uns hier einmal auswählen. Das System, das machen wir, glaube ich, über Status. Ne, Funktionen. Eingabesystem. Und dann wählen wir uns natürlich die DB aus. So, zack. Und dann haben wir hier System DB. Dann können wir den Stromabnehmer einmal heben. Genau. Können wir auch den hinteren heben. Gar kein Problem. SIFA müsste an sein. Zugart U. Ne, Zugart U möchte ich nicht. Jetzt habe ich die untere Zugart gewählt. Da haben wir es. Zugart O, genau. Shift und 6. Natürlich möchte ich nicht in der unteren fahren. So, Passagiere steigen zu. Wir gucken mal hier hinten, dass wir die Federspeicherbremse lösen. Müssen dann natürlich die Bremse anziehen. Ein bisschen. Signalbeleuchtung, genau, müssen wir auch noch anmachen. Zack. Wie gesagt, sehr, sehr detailliert das Züglein. Und dann haben wir auch Licht. Das ist ganz komisch, wenn ich die 2 drücke, bin ich hinten. Und wenn ich die 3 drücke, bin ich vorne. Das ist ja sonst immer umgekehrt. Und dann machen wir natürlich noch den Hauptschalter ein. Und dann warten wir mal, bis alle zugestiegen sind. Fahrt erwartet uns heute, ja, knapp 40 Minuten, 14.37 Uhr. Ist mir ein bisschen hell. So ist besser, genau. Aber ich wollte mal gucken, wo kann ich denn die SIFA anmachen? SIFA, PZB, LZB, brauchen wir nicht. Irgendwann lerne ich auch mal mit der LZB zu fahren. Aber SIFA. Aus. Ein. Perfekt, war schon an. Okay. Und dann können wir gleich loslegen. Wenn alle zugestiegen sind. Hinten rein kann man natürlich auch. Kann man sich schön platzieren. Herrlich. Also auch die Innenausstattung, ne? Also das ist schon wirklich prima. Nächster Halt Wien Hauptbahnhof stimmt natürlich nicht. Danke, dass Sie mit uns gefahren sind. Servus und bis bald in die ÖBB. Okay, springen wir mal nach vorne und machen uns mal auf den Weg.
Schön die Tonleiter. Ach, immer wieder herrlich. Und wie gesagt, dadurch, dass es ein Standard-Szenario ist, was mitgeliefert wird, werden wir hier natürlich kein ultra tolles Rollmaterial genießen dürfen, aber dafür den Railjet. Ich wollte die Woche eigentlich auch streamen, hab's dann aber leider doch nicht geschafft. Hab ein schönes Szenario auf Nürnberg-Regensburg Deluxe, was knapp anderthalb Stunden geht. Ja, ein schönes Szenario, geht anderthalb Stunden vom guten Lucky God. Auch mit ÖBB Rollmaterial. Der Railjet ist aber einfach nur klasse, ne? Das Design, die Ausstattung und ja, da kann man echt sagen, da hat die österreichische Bahn eine wunderbare Zugattung geschaffen. Einfach nur mega toll. Schön. Und es sind halt mehrere Werbelackierungen auch dabei. Ski Austria ist dabei und viele, viele weitere. Und es gibt auch im Racing Forum schöne Szenarien. Mir fehlt aber leider noch das österreichische Rollmaterial dazu, weil die meisten Szenarien sind dann natürlich an der Grenze unten, Bayern zu Österreich oder halt auch auf den österreichischen Strecken, die mir dann ebenso fehlen. Also da muss ich noch ein bisschen zulegen. Und deswegen sind wir hier auch heute erstmal in einem mitgelieferten Szenario unterwegs zwischen Rosenheim und München. Fürs Dreiländereck sind auch noch ein paar Szenarien dabei. Aber ich habe mich für diese Fahrt hier heute entschieden. Ja, wir könnten auch mit AFB fahren. Macht man in der Realität wohl auch, aber ich bin eher der Freund dafür, manuell zu fahren. Dann wird es nicht so eintönig, wenn man so ein bisschen Leistung wegnehmen muss, Leistung aufschalten muss. Viele finden das blöd. Das heißt viele, also ich hatte schon Kommentare, die meinen, ja, mit AFB, man fährt nur mit AFB. Aber jeder kann das ja so machen, wie er möchte. Ich glaube, ist das vorgeschrieben in der Realität? Mit AFB zu fahren, wenn sie zur Verfügung steht? Das wäre auch mal eine gute Frage, ne? Ist halt generell auch so, dass ich zurzeit für den Train Simulator nicht wenig Zeit habe, aber die meisten Szenarien, die gehen halt immer. Also ich habe noch so viele Szenarien, bestimmt 20, 25 Stück, auch richtig geniale, aber die gehen halt alle über eine Stunde und sich wirklich abends eine Stunde am Stück, ja, ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen versuche ich das irgendwie in der Zukunft in Streams unterzubringen
und wirklich diese Fahrten, so halbe Stunde, 40 Minuten, die gehen. Und die mache ich dann als Video. Ja, Zeitmanagement, ne? Immer schwierig. Ich glaube, das kennen viele. Die DTG 101er. Das ist auch ein Fahrzeug, was wirklich. Da finde ich wirklich, das hat keine Daseinsberechtigung. Die 101er von DTG ist, ja, ich finde doch ein bisschen seltsam. Nicht schön. Da kann ich halt wirklich die von Virtual Railroads empfehlen. Das ist wirklich ein klasse Fahrzeug. Also da lohnt sich die Investition auf jeden Fall. Wir haben hier gar keine Kurvenüberhöhung, ne? Sehe ich das richtig? Ein bisschen. Aber nicht so wirklich. Ich habe auch schon lange nicht mehr gefahren, die Strecke. Ist schon etwas länger her. Gibt es ja auch als Upgrade-Version. Aber wenn ich zurzeit noch nicht mal richtig Zeit finde zum Fahren, wie soll ich dann Zeit finden, mir diese ganzen Strecken-Upgrades zu installieren? Und bei Hagensiegen ist es ja auch halt auch echt schief gelaufen. Das hatten wir in einem Stream, da fehlen dann die Signale ab einem gewissen Punkt. Da stehen dann nur so Milchkannen. Ältere Version der Signale. Die habe ich leider nicht. Die finde ich leider auch nicht. Das ist das Problem. So, Hebel to the table und gebe ihm 160. Ich glaube, Vmax ist 220, ne? Jet. Zumindest ist es ein Transport hier oder so. Ich glaube, das muss ich auch noch mal einmal in meinem Leben Railjet fahren. Ich weiß gar nicht, wie weit nördlich kommt der eigentlich? Tschechien ist klar, ne, von der Ceske 3, die haben ja auch Railjet-Garnituren. Oder besser gesagt, da fahren welche hin in Farbgebung der Ceske 3. Ob die jetzt Ceske 3 gehören, weiß ich nicht. Ich gehe aber mal davon aus. Aber wie weit nördlich fährt denn der Railjet? Wäre auch mal spannend zu wissen. Na, sitzen wir nur unterm Gleis, unterm Bahndamm. Die nächste 101er. Doppeltraktion. Okay. Okay. Keine Geschwindigkeitsankündigung, gar nichts. Nicht zu sehen. Zum Glück fahren wir kein Karriere-Szenario.
durch den Wald. Wieder ein wenig beschleunigen. Ich war jetzt auch mal bei Maverick im Stream und habe ihn auch mal gefragt, was denn so im Moment an deutschen Strecken so in Planung ist. Und er meinte dann eigentlich gar nichts, soweit er weiß. Ist im Moment ein bisschen mau, ne? Was den Train Simulator angeht, aber auch was TSW 2 angeht. Klar, da kommt jetzt dieses Spiral of Steam, aber das. Ja, das reizt mich jetzt nicht so wirklich, mit der Dampflok in Großbritannien rumzufahren. Da warte ich dann eher darauf, dass vielleicht mal eine deutsche Strecke kommt mit Dampflok. Aber sonst ist doch eher mau. Aber vielleicht kommt dann gegen Jahresende wieder mehr. Es ist ja eine deutsche Strecke in der Mache im Moment für TSW 2, aber Stand jetzt weiß man da noch nicht, welche das ist. Zumindest haben sie es noch nicht preisgegeben, was sie da im Moment basteln. Da, der Ski Austria Railjet. Sehr schön. Das gefällt mir gut. Ich sag's euch immer, wenn ich die 101er sehe von Dovetail Games, das ist wirklich eine Zumutung. Ganz grauenhaft. Zumal die ja auch in den Szenarien, die bei den Strecken dabei sind von Dovetail Games, wo die 101er auch dabei ist, sogar vor Güterzügen verkehrt. Das finde ich schon echt. Ja, klar, die hat auch mal Dienst gehabt vor Güterzügen, aber normal ist das nicht, dass die 101er da vom Güterzug rumlungert. Oh, wir holen die S-Bahn, ne? Und nähern uns unweigerlich München. Und auch der S-Bahn vor uns nähern wir uns unaufhaltsam. Entgegen. Schön. Fährt dann hier drüben lang. Hält dann auch hier an und wir donnern einmal vorbei.
aus der LZB liegen, ne? Auch nicht. Tiefer gibt es auch noch. Aber ist nicht so aufdringlich, wie wir das teilweise gewöhnt sind. Aber um es nochmal kurz anzusprechen, ich habe halt echt vor, einmal die Woche so, ja, 1 bis 2 Stunden Stream zu machen, Train Simulator. Entweder fahren wir 2 Szenarien, die knapp 1 Stunde gehen, oder eins, was länger als 1 Stunde geht. War auf jeden Fall beim letzten Mal sehr, sehr entspannt mit euch und hat echt Spaß gemacht. Da sind wir Münster-Bremen Güterzug gefahren, von Kirchweih nach Osnabrück. Das war wirklich ein wunderbarer Stream. Hat echt Laune gemacht. Und so habe ich das, das habe ich auch im Stream gesagt. Man streamt das und dann ist das ja schon auf YouTube da und wird dann im Nachhinein zur Verfügung gestellt. Ich spare mir das Rendern, ich spare mir das Hochladen. Das kostet ja Rendern und Hochladen von einem Video, was 80, 90 Minuten geht, kostet bestimmt. Ja, 1,5 Stunden. Und somit habe ich ja dann auch wieder Zeit für andere Videos. Ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Ihr könnt mit mir interagieren. Ich kann mit euch interagieren. Wir fahren zusammen. Macht auch mehr Spaß. Auch das hatte ich gesagt. Ob ich nun hier sitze und Selbstgespräche führe oder mich mit euch unterhalte, spielt ja eigentlich keine Rolle. Das spielt in dem Sinne eine Rolle, dass es mit euch mehr Spaß macht. Aber ob ich hier sitze und alleine vor mich hinquatsche oder mit euch rede, dann kann ich auch mit euch reden und das Ganze live machen. Und ihr freut euch ja auch immer, wenn ich Zwangsen bekomme. Im Livestream. S-Bahn, ja? Und sind schon gleich im Ostbahnhof. Mein Gott, das ging aber fix. Was kommt uns jetzt entgegen? 101er oder Railjet? Ja, sieht nach Railjet aus. Eine 1116 oder eine 1016 mit Intercity-Wagen. Denn die einzelnen Loks sind auch dabei. Das ist auch schön gemacht. Einmal an der S-Bahn vorbei zoppeln hier. Thank you.
Ich mag halt auch sehr die Farbgebung, auch von dem, Standard-Railjet, sage ich mal, dieses Schwarz-Rot-Grau. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut zusammen mit dem Schriftzug. Einfach nur hübsch. Dürfen schon die Ausleger hier von München sein, ne? Wenn ich mich nicht irre. Einmal über die Überwerfung drüber. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze München Ostbahnhof. Ladies and gentlemen, we'll be shortly arriving at München Ostbahnhof. Ja, sogar mit Audio. Triebwerk hier. Na, ja, die ist nur eine Abstellung. Ja, München ist hier schon ziemlich ressourcenfressend. Ich brauche immer noch die SSD. Also, ich könnte sie mir ja holen, das ist ja kein Thema, aber ich scheu mich halt vor dem Einbau. Das ist dann eher das Problem. Und von meinem System her würde ich locker, wenn ich die SSD halt hätte, ja, mein PC schafft locker. System einfach oben vom Train Simulator. Daran liegt es auf jeden Fall nicht. Es liegt dann echt eher an der Schreibgeschwindigkeit der HDD. So. Machen wir die Türen auf. Machen wir, wenn die Passagiere zusteigen, noch einen schönen Screenshot von unserem wunderbaren Railjet.
Und dann geht's gleich weiter zum Hauptbahnhof. Noch knapp 10 Kilometer und knapp 10 Minuten. S-Bahn kommt aus dem Tunnel. Sieht echt so gemütlich aus, ne? Herrlich. Und dann geht's weiter. Halt auch nicht die allerschönste, ne? Von Dufftail Games. Ist jetzt nicht mega schlecht, aber da definitiv mit Update. Aber da fehlt mir im Moment einfach die Zeit. Und dann noch bei der Hitze. Nicht so angenehm. Ja, da sitzt man eher weniger vor dem Rechner. Kennt ihr wahrscheinlich selber. Ja, man sagt ja. Ja, man sagt eigentlich Streamingzeit. Winterzeit ist Streamingzeit. Aber es ist ja generell klar, dass in der kälteren Jahreszeit mehr Leute sich im Internet rumtreiben als in der warmen Jahreszeit und dementsprechend dann auch mehr Videos gucken. Das ist ja ganz klar. In der warmen Jahreszeit haben die meisten bessere Dinge zu tun. Oder gucken dann abends, morgens mal rein. Aber tagsüber nutzt man halt das Wetter aus, ne? Geschwindigkeit oder wir können ein bisschen anziehen. Wir haben noch über 1,5 Kilometer. Und dann geht es in den Bereich, wo wir aufpassen müssen. Nicht, dass es uns hier noch wegschießt, kurz vorm Ziel.
Spannend. So ein Wahnsinnsvorfeld hier, ne? Hier in München. Ja, wir bleiben jetzt einfach bei 50 hier. Rechts ist die Zugwaschanlage für die ICEs. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze München Hauptbahnhof Endstation. Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Gepäckstücke im Zug zurücklassen. Und wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich heute für die ÖBB entschieden haben. Noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, we'll be shortly arriving in Munich Hauptbahnhof. This train terminates here. Please ensure that you take all belongings with you. Thank you very much for choosing the ÖBB today and we'd like to wish you a pleasant afternoon. Goodbye. Ich glaube, da gibt es bei der Strecke ein Szenario dabei. Da muss man sogar mit dem ICE da durch die Waschanlage durch. Aber hier die Hackerbrücke. Und wir rollen langsam aber sicher in den Hauptbahnhof München ein. Naja, und natürlich für Maverick das Gebäude des Bayerischen Rundfunks, genau, ist hier auch. Da besteht er immer drauf, weil es in Transymbol 2 nicht da ist. Das ist immer ganz fassungslos. Geschwindigkeit, mit der man in Kopfbahnhöfe maximal einfahren darf, ist ja 30. Und da halten wir uns natürlich dran. Auf jeden Fall kann ich den Railjet nur empfehlen. Kostet, wie gesagt, ziemlich viel Kohle. Ich wollte da auf Sales warten. Er kostet 40 Euro. Also ihr bekommt aber eine Menge Fahrzeuge natürlich, eine Menge verschiedene Repaints. Aber ich würde auf den Sale warten. Ich habe ihn gekauft, als 3D-Zug Geburtstag hatte und habe dann noch meine Punkte weggehauen, die man ja bei jedem Einkauf bekommt. Und da war ich bei 28 Euro oder so. Also 12 Euro gespart. Über 25%. Das hat sich schon definitiv gelohnt. Schön. Rauchverbot natürlich auch in München am Bahnhof. Wie ihr da oben seht, ganz dicke durchgestrichene Zigarette. Zack. Türen auf und dann, ja, würde ich sagen, hat das, wie gesagt, ziemlich viel Laune gemacht. Gucken wir mal, ob wir hier noch einen guten Screenshot kriegen. In München im Hauptbahnhof. Schön. Ja, generell sieht schon schön aus, der Bahnhof hier. Train Simulator. Gefällt mir. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen Richtung Himmel da lassen.
Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne eine meiner anderen Fahrten euch anschauen. Würde ich mich sehr freuen. Gut gemacht, dieser Zug fährt nur weiter nach Frankfurt, aber wir machen erstmal Pause. Okay, das beantwortet meine Frage schon mal so teilweise, die ich vorhin gestellt habe. Frankfurt ist also auf jeden Fall ein Ziel, wo der Railjet hinfährt. Okay, ich bedanke mich nochmals fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.